So, hallo. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt können wir das Häusle wieder auf das Fahrgestell machen. Natürlich haben wir das vorbereitet, weil das geht so schnell nicht. Ja, also drücken wir da auf den Knopf. Also einfach so auf den Knopf drücken ist in Wirklichkeit nicht möglich. Aber die Schraube steckt schon drin. Wir haben schon alles vorbereitet. Die, also man hat es praktisch gesehen, die Hinterlinie ist jetzt frei. Die Standscheiben sind auch in der richtigen Reihenfolge wieder drauf, weil das ist ja unterlegt, das Häusle. Dass da nachher auch noch die Tiere auf und zu gehen, also das ist jetzt alles wieder so, wie es gehört. Wir können jetzt nochmal einmal gucken, das ist jetzt leider ein bisschen eingesaut, mit Sanderset alles. Es war schön schwarz lackiert, aber der Kunde möchte es komplett konserviert haben. Wenn die Sonne mal drüber geht, da sieht man auch, da hat man ein bisschen Grebe, wird das ganz transparent. Wird sich aber auch mit Dreck vermischen. Aber somit ist der Wagen geschützt. Jetzt sind wir gerade dabei, die Schneewände hinzuschrauben. Da ist auch natürlich richtig fett dazwischen, weil da rostet immer gerne ab. Aber da ist ja auch schon geschweißt. Also konserviert ist ja auch schon komplett. Das Häusle ans Fahrgestell. Das wird noch transparent werden. Das ist vorne die andere Schneewand. So. Wenn das Türschloss noch nicht drin, aber man sieht, es passt ganz genau. Also wenn ich es zudrücke, das Spaltmaß ist also prima. Innen. Hier feststellt das auch schon drin. Da ist man jetzt halt gerade am Montieren. Ein paar Zierrechte sind schon drin. Hier die Rückwand hier haben wir halt reingeschraubt. Da vorne haben wir den Motorraum, die Stehwände. Laufen wir einmal daheim geschwind außen rum. Gucken Sie geschwind daheim, die schönen Stehwände an. Schön anlackiert. Vorne konserviert haben wir ja schon mal, mit dem letzten Mal geguckt. So, jetzt haben wir daheim die Tiere. So, haben wir auch schon mal geguckt. Können wir mal schön aufmachen. Springe ich mal vorne rüber. Der Innenraum ist auch schon fast fertig. Die Türe werden noch konserviert. Innen. Der Zusatztank ist noch nicht eingebaut, der kommt nicht drauf. Zack, die geht auch zu. So. Ja, also das ist jetzt mal so geschwind, das gehen wir dann. Also danke schön mal fürs Zuschauen.